herzlich willkommen zu einem neuen Equine Passion Video mit Vieh. Es ist immer noch Weihnachten und Schnee. Ist ja auch klar. Ihr wisst ja, dass ich meine Videos immer ein paar Tage früher aufnehme. Und wir haben jetzt gerade den 24. Dezember. Und ich bin schon irgendwie total in flauschiger Tüdelülülü-Stimmung. Ich freue mich total auf heute Abend. Ich bin schon richtig aufgeregt. Und ja, bei mir geht es jetzt dann auch gleich, ich habe nicht ganz so viel Zeit, bei mir geht es jetzt dann auch gleich los Richtung Flughafen. Ich fliege nämlich zu meiner Mami. Ich verbringe die Weihnachtstage mit meiner Mami und deswegen freue ich mich da so drauf. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Ich hoffe, ihr hattet zwei schöne, wunderschöne Weihnachtstage im Kreise eurer Lieben. Und es ist immer doof zu sagen, aber ich sag, wenn man noch kleiner ist, dann geht es an Weihnachten doch um die Geschenke. Wenn man größer wird, dann geht es halt doch eher um Zeit mit der Familie zu verbringen. Das weiß ich schon auch. Nachdem ich jetzt so zwischen klein und groß bin ich schon auch aufgeregt auf die Geschenke. Das auch mal. Aber ich freue mich natürlich auch extrem, meine Mami zu sehen. Also bei mir geht es um beides. Deswegen schreibt mir doch unten mal gerne in die Kommentare rein, was war denn euer schönstes Weihnachtsgeschenk? Was habt ihr denn bekommen und mit was habt ihr denn gerechnet und was war total überraschend? Was, ja, einfach euer schönstes Weihnachtsgeschenk. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Das würde ich total schön finden, wenn wir da ein bisschen drüber quatschen sollten. Oder schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, für euch bedeutet Weihnachten halt was anderes als auch ein bisschen Geschenke. Das gerne auch. Ich sage, es geht nicht nur um Geschenke, auch wenn jetzt dieser Eindruck entdeckt wird. Aber ich finde es zum Beispiel auch wunderschön zu schenken. Nicht nur welche zu bekommen, sondern ich finde auch diesen ganzen Trubel am Anfang des Monats, also ich besorge meine Weihnachtsgeschenke meistens immer so Anfang Dezember, finde ich immer total toll, dann die Geschenke für andere zu besorgen. Und wir haben auch ein Geschenk bekommen von Jackie. Unsere Pferdis haben alle so süße Weihnachtsschleifen. Das ist ja total knuffig. Das finde ich echt total süß. Also das ist richtig, richtig, richtig schön gemacht. Oh. Da wieder mal ein sehr, sehr großes Lob an Jackie, unsere Grafikerin. So, wir gucken jetzt uns mal unsere kleinen Süßen an, ob wir denn irgendwas noch mit ihnen machen müssen oder ob sie soweit schon mal fertig sind. Also, die sind alle schon ziemlich weit, also fast alle. Und ich wurde auch immer wieder mal gefragt, warum ich denn Frömel oder Vangelis nicht als Reitbeteiligung vergebe. Das hat einfach damit zu tun, dass mir die beiden, obwohl es nur virtuelle Pferde sind, wirklich sehr ans Herz gewachsen sind und ich sie deswegen nicht so gerne in fremde Hände gebe. Das, ja, ich hoffe, das versteht ihr ein bisschen. Ihr könnt sonst jeden haben, aber nicht unbedingt Vangelis und Frömmelchen. So, jetzt sind wir ja hoffentlich bald schon durch. Das nimmt ja momentan kein Ende mit den Pferden. Das ist ja echt ziemlich, ziemlich viel. Und es wird irgendwie immer noch mehr. Weil ich halt auch mich immer nicht von denen trennen kann.
Das ist schlimm. Das ist so schlimm. Das sage ich euch. Das ist echt. Ups. Sorry, Habiti, du warst ja schon fertig. So. Aber das war's jetzt. Das war's jetzt fast. Fast. Noch mehr. Kommt dann noch mehr. Tatsächlich, es kommt noch mehr. Ich überlege mir in letzter Zeit immer öfter, ob ich meinen Stall auf Vollpension umstelle. Ich weiß allerdings noch nicht, was da an Kosten auf mich zukommt. Und nachdem ich momentan auch die Kosten nicht decken könnte, also ich habe gerade überhaupt kein Geld hier in Equine Passion, weil ich die Kosten momentan nicht decken könnte, bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Es wäre natürlich schön, wenn ihr schon wisst, was bei der Vollpension so an Kosten auf mich zukommt, wenn ihr mir das auch einfach mal unten in die Kommentare reinschreibt. Dann kann ich da mich ein bisschen daran orientieren und vielleicht auch ein bisschen ja in meiner Entscheidung hier ein bisschen beraten werden von euch. So, jetzt kommen wir aber zu den Ankündigungen. Abschwitzbeckenfarbenumfrage hat Jackie gestern Nacht noch reingestellt. Hallo, ich würde gerne die alten Abschwitzdecken überarbeiten. Farbe und Kontrast. Ihr hattet euch ja mal gewünscht, dass ihr die Farben vorschlagen könnt. Also hier ist die Möglichkeit, Farben für eure Decken vorzuschlagen. 8 bis 10 Farben werden gesucht. Mehr gehen zwar, werden momentan aber noch zu unübersichtlich. Ich sammle eure Vorschläge und ihr könnt dann später abstimmen, wie bei dem Vollblut. Viel Spaß beim Vorschlagen. PS, am Handy schreiben ist so furchtbar umständlich. Ja, das stimmt. Ich versorgt deswegen auch nicht gerne die Pferde am Handy, weil das echt wirklich sehr, sehr umständlich ist. Am Tablet geht's noch, aber am Handy ist es sehr umständlich und auch so klein. Ja, dann gibt's noch Dezember-Updates. Ich denke, heute das letzte. Ah, der 23. ist noch gespeichert, den 24. gibt es noch nicht. Vielleicht war ja das nur das Grafik-Update. Aber es sollen ja am 25. sollen die Andalusier kommen. Das heißt, da müssen wir vielleicht einfach warten. Wenn nicht, werde ich euch natürlich am Freitag in der Folge nochmal ein Update geben. Also 23. Dezember, Marktpferde und Deckhengste können nun auch nach Reinrassigkeit gefiltert werden. Funktioniert natürlich nur bei Ursprungsrassen. Die gespeicherten Suchen müssen noch um Reinrassigkeit und die Mehrfachauswahl für Rassen erweitert werden. Dies wird zurzeit nicht mitgespeichert. Trotzdem, Nathalie, richtig, richtig tolle Updates. Und vor allem, es ist auch ein ganz großer Aufwand, jeden Tag ein Update online zu stellen. Also das muss man natürlich auch schon mal sehen. Richtig toll. Dann habe ich noch ein paar Pferde, die ich euch gerne zeigen wollen würde. So, von der Luna. Die Luna. Die Luna, da ist sie ja. Die Luna hat ein paar kleine Pferdis. Und zwar American Fire Girl. Ein American Paint Horse, ein Fuchs mit Graying-Gen, also mit Schimmel, Erbkrankheiten frei und Farbgene sind noch nicht getestet. Das kleine Fohlen ist 1 Jahr und 1 Monat alt. Schreibt Luna einfach, wenn ihr euch dafür interessiert. So, dann gibt es noch Chocolate Boy. Chocolate Boy ist ein arabisches Vollblut, ein brauner, ein kleiner Hengst, 1 Jahr und 2 Monate alt, ist bis auf CA komplett Erbkrankheit getestet und Farbgene sind noch nicht getestet. Wie alt ist der Kleine? Auch 1 Jahr und 2 Monate. Dann gibt es noch Sternenmädchen. Sternenmädchen ist 1 Jahr und 2 Monate alt, ein arabisches Vollblut, ein kleiner Rappe, eine Stute, völlig erbkrankheitsfrei und Farbgene noch nicht getestet. Wenn ihr einen von den drei kleinen Fohlen haben möchtet, schreibt Luna einfach mal und
dann werdet ihr euch mit Sicherheit einig werden. Dann gibt es noch die Lena. Luna und Lena. Oh, ich glaube, da habe ich eine 1 vergessen. Lena 2111. Gibt es auch nicht. Die Lena. Jetzt habe ich sie gefunden. 2111. Die hat auch 2 Pferdchen zu verkaufen. Das eine ist ein Isländer, ein Buckskin mit Schimmelgen, erbkrankheitsfrei, hat die Prämierung zwar nicht bestanden, aber das auch nur wegen dem Interieur, also ein bisschen daneben. Ist eine Stute, 8 Jahre, 8 Monate alt. Und möchte gerne 3000 haben. Hat noch kein Fohlen bekommen, oder? Na doch, 3 Nachkommen. Schauen wir die mal an. Oh, Jelnir ist aber süß. Ja, dann könnt ihr Hülling heißt das, glaube ich. Hülling könnt ihr gerne haben für 3000 von Lena. Dann gibt es da noch jemanden und das ist Aleiga. Ist auch ein Isländer. Eine Stute, 6 Jahre, 9 Monate alt. Ein Rappe. Erbkrankheitsfrei. Prämierung auch nicht bestanden. Hat schon 2 kleine Nachkommen. Alle beide Rappen, so wie ich das jetzt auf dem ersten Blick sehe. Und Prämierung auch nicht bestanden, war ganz knapp dran vorbei. So, sie möchte gerne 5000 haben. Für Aleiga. Schreibt Lena einfach an, wenn ihr Interesse an den kleinen Isländern habt. Jetzt hätte ich schon Friesen gesagt. Naja, habt ihr Interesse an den Friesen? Mal eine andere Frage. Also, ich werde mir keinen holen. Wirklich nicht, weil ich habe mal so ein bisschen ja die Isländer ausprobiert auf meinem privaten Account, bin aber irgendwie echt wirklich nur an den Arabern interessiert. So, hier gibt es ein kleines deutsches Reitpony, ein Fuchs mit Schimmelgen. 8 Monate ist es alt, von Stephanie Dusk Forest. Erbkrankheitsfrei und Fohlenprämierung 5,8. Exterieur hat es 7,5, also das ist echt gut. Preisverstellung 9.927. Farbgene sind alle getestet. Ja, wenn ihr an Magic Deluxe interessiert seid, schreibt Stephanie doch einfach mal an. Stephanie hat auch noch gesagt, ich gehe mal schnell zu ihr zurück. Sie hat auch noch gesagt, wenn ihr gerne möchtet, wäre auch jedes ihrer Pferde generell zu verkaufen. Schaut euch die Pferde mal an und wenn ihr irgendwo Interesse an einem von denen habt, dann schreibt sie mal an. Vielleicht könnt ihr euch ja tatsächlich einig werden. Dann, wen habe ich denn noch? Ah ja, genau. Da kennt mich wohl jemand. Moment. Habe ich das wieder falsch geschrieben? Da. Ja, habe ich wieder falsch geschrieben. Da kennt mich wohl jemand gut. ja. Ich muss sagen, Felix Bühler Zeug mag ich ja sehr gerne. Ich habe zwar auch gerne Reithosen von Equilibre, aber ich finde die Felix Bühler Sachen schon schicker. Also, da kennt mich jemand gut. Das ist das Pferd, das zum Verkauf steht. Ein Hannoveraner, ein Fuchs. Ein kleiner Hengst mit 3 Jahren und 6 Monaten. Für 3000. Ein importiertes Pferdchen, genau, erbkrankheitsfrei und
die Körung leider nicht bestanden, aber alle Farbgene getestet. Körung knapp verpasst. Ja. Dann eigentlich habe ich mir ein anderes Pferdchen aufgeschrieben bei dem Account. Ich gucke jetzt mal genau. Ich habe mir eigentlich Bella aufgeschrieben als Verkauf. Ich zeige sie euch jetzt trotzdem mal. Ich weiß es nicht, ob sie noch verkauft werden soll oder nicht. Bella ist aus 2,5. Generation. Erbkrankheitsfrei, 2 Jahre, 2 Monate, ein Fuchs. Und 4,6 prämiert und auf Farbgene getestet. Sollte ich mich jetzt da irren und Bella schon nicht mehr zum Verkauf stehen, dann ist das auch okay. Ich wurde noch gefragt, ob ich euch denn eventuell die neuen Rechte geben möchte, die jetzt an die RBs gehen könnten. Ich meine, ich kann sie euch ja gerne zeigen. Ich weiß es aber noch nicht, muss ich euch ehrlich sagen. Denn ich bin irgendwie noch ein bisschen hin und her gerissen. So, Reitbeteiligung verwalten. Also, ihr könntet Bodenarbeit, Reiten und Turniere. Turniere mag ich nicht unbedingt gern. Ausrüstung ändern könnt ihr gerne. Das ist jetzt nicht so. Frisur ändern möchte ich bei meinen AVBs nicht, weil ich die einfach mit kurzen Haaren nicht schön finde. Deckanfragen beantworten jetzt nicht unbedingt. Ja. Weil mit Deckanfragen möchte ich mich dann doch noch selber beschäftigen. So, jetzt aber. Also damit wäre es dann auch wieder erledigt. Ich werde wohl auch nochmal die Preise überdenken. Das heißt, wenn ihr ein Schulpferd habt als Reitbeteiligung, werdet ihr in Zukunft weniger bekommen als für ein Schulpferd, das im Training steht, weil ihr da natürlich auch viel mehr Zeit investieren müsst. Und für ein Fohlen so ungefähr den Mittelwert. Ich gucke mir das nochmal an und werde dann eure Reitbeteiligungen mit Sicherheit ändern. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen arbeiten und überziehen mal, weil ich ganz genau weiß, dass ich wahrscheinlich morgen nicht dazu komme, hier ein bisschen zu spielen. Deswegen ist das mit dem Überziehen auch gar nicht so schlecht. Ja, und hier seht ihr schon, ich habe gerade kein Sparbuch mehr. Ich habe alles in den neuen Stall gesteckt, was uns natürlich auch zugute kommt, weil wir jetzt weniger Stallmiete haben. So, das war's jetzt wieder und ich sag trotzdem nochmal schöne Weihnachten, auch wenn jetzt Weihnachten schon vorbei ist, weil ich ja gerade total in diesem Weihnachtsfeeling schon reingerutscht bin. Und wir sehen uns dann wieder am Freitag zur nächsten Folge. Bis dorthin, schaut euch vielleicht mal ein anderes Projekt von mir an. Mal schauen, ob euch ein anderes genauso interessiert wie Equine Passion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr das erste Mal hier auf meinem Kanal seid, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Bis dann, eure Fi. Tschüss.